So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich. Jetzt bei der Folge 585. Ja, diesmal wieder mit dem Olympus DM 770. In automatisch, weit 1 am T-Shirt. Originaltasche. Und Blackie ist gerade auf Klo. Ja, Katzen haben gerade was zu fressen gekriegt. Das heißt, es ist Ruhe. Naja, gut, Ruhe will ich mal nicht sagen. Becky ist ja gerade auf Klo. Aber dann kann ich mir ja in Ruhe meinen Morgenkaffee machen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Guten. Ja, wie gesagt, wenn ihr das halt tagsüber hört, guten Tag. Und wenn ihr das halt am Abend hört, guten Abend. Und nachts, guten Nacht. Ja, guten Abend, guten Nacht, guten Morgen, guten Tag. So ist es. Alles drin. So, jetzt haben wir hier erstmal. Ja, gefrühstückt habe ich heute Morgen schon. Ich habe heute Morgen schon eine Stulle gegessen. Ja, und jetzt, dann habe ich geduscht heute mal wieder, nach langer Zeit. Also. Und jetzt. Ja, nach langer Zeit, das klingt so, als würde ich mich überhaupt nicht waschen. Stimmt natürlich nicht, ich habe mich auch gewaschen. Aber heute hatte ich mal wieder Lust zu duschen. Ja, und jetzt halt meinen Morgenkaffee. Zack, der Eimer. Ein Eimer. So, dann haben wir hier zwei Pads. Genau, zwei Pads brauche ich. Na. Ja, was erwartet euch demnächst? Also, Markus wird noch zwei Folgen. Also, er ist jetzt damit beschäftigt. Er wird noch einiges Zubehör und den LSP5 benutzen und wird das halt testen. Ne? Also, er wird mit dem OKM was machen. Also, wie reagiert der LSP5 auf Zubehör? Das wird eine Folge sein, die er noch macht. Die wird man auch bei mir hören können. Und die nächste Folge, die er macht, ist, ja, wisst ja, dass Flo und ich damals über den Olympus DM 770 gemacht hat, geredet. Wir haben darüber geredet. Also das war sozusagen ein theoretischer, obwohl ich ja mit dem 770 ja auch aufgenommen habe. Aber Markus wird halt noch einen praktischen Teil machen. Er wird halt nochmal, ja, den 770 noch in ein paar Situationen testen. Ja, einfach so, damit er noch mal ein bisschen hörbar ist. Und ich meine, ihr hört ihn ja auch oft genug, jetzt hört ihr ihn ja auch wieder. Aber ja, Markus hat dann doch noch mal die Möglichkeit, Außenaufnahmen zu machen, die ich ja hier nicht so habe. Einfach aus dem Grunde, weil ich ja halt nicht irgendwo hin kann hier. Ja, hier ist ja auch nichts, wo man jetzt sagen kann, man macht Außenaufnahmen. Aber Markus kann das ja schon eher, also wird Markus dann halt auch ein paar Außenaufnahmen, denke ich, machen. Lasst euch einfach überraschen und ja, einfach nochmal, damit ihr auch hört, was können die Geräte. Ja, das sind so die beiden Sachen, die demnächst kommen werden. Das heißt also, der Podcast ist immer noch in Bewegung. Ne? Wir sind jetzt bereits auch bei 585, also ja. Es ist auf jeden Fall schön, dass es weitergeht, auch wenn vielleicht nicht jede Folge ein Highlight ist für euch. Aber ja, so ist Podcast von Sven Heidenreich. Ne? Und ja, jetzt läuft gerade der Kaffee durch. So. Das hätten wir. Jetzt können wir ihn ausschalten und ausleeren natürlich. Also fehlen mir die Pads weg. Jetzt noch das weg. Ja, und schon haben wir eigentlich, hier ist auch schon der Kater. Der schlägt bestimmt wieder das Wasser weg. Weiß Gott, warum er das macht, aber macht er halt. Ja, frisches Wasser habe ich den heute auch mal wieder gegeben.
Also heute haben sie immer wieder fressen, Nassfutter und Wasser und Klos hatte ich ja gestern sauber gemacht, werde ich heute auch noch mal sauber machen. Naja, also alles soweit, sage ich jetzt mal, erledigt. Ja, gestern habt ihr ja gemerkt, hat meine Uhr statt Donnerstag Mittwoch angezeigt. Das war das Highlight der letzten Folge. Mal gucken, was wir diese Folge haben. Ja, so kann es kommen, ne? So, jetzt sitze ich wieder an meinem gewohnten Platz. Mein Olympus hängt hier am Körper, vielmehr an der Tasche. In der Tasche meine ich natürlich an der Tasche, genau. Und ja, mit dem 770 kann man das ja machen. Er ist auf automatisch gestellt, wie gesagt. Jetzt trinken wir erstmal gemütlichen Kaffee. Und dann schaue ich mal nach Updates. Schauen wir mal gemeinsam nach Updates. Ja. Genau, das machen wir mal kurz ein bisschen lauter, damit ihr auch was hört. Aber ich meine, es muss ja kein Update sein, aber. Vorhin war jedenfalls keins. Hat auch Google, glaube ich, war oder sowas, aber jetzt nichts Wichtiges, sage ich mal. Genau, mit drei Fingern runterstreichen, dann aktualisiert er. Nein, das letzte Update war Google. Also wir haben kein Update. Genau. Macht ja nichts. Soziale Netze Ordner, 11 Apps. Code Ordner, 5 Apps, 6 neue Objekte. Genau, wir haben bei YouTube wieder 6 neue Objekte, aber das ist jetzt nicht wichtig. Ja, ansonsten, heute ist Donnerstag. Ja, dann haben wir also die erste Woche Urlaub bald geschafft. Naja, ich bin ja froh, dass ich Urlaub habe. So ist das nicht. Es ist zwar ein bisschen einsam, aber auf der anderen Seite, ich kann mal zur Ruhe kommen. Ne? Das ist halt auch wichtig. Ne? Und deshalb sind die 3 Wochen jetzt wirklich mal ganz gut. Wie ich das nächstes Jahr mit dem Urlaub mache, weiß ich gar nicht. Na, mal gucken. Mal gucken. Irgendwas wird mir da schon einfallen. Wie gesagt. Auf jeden Fall rücken wir immer näher, die Weihnachtszeit, ne? 8:53 Uhr, gleich haben wir es 9. Ne? Genau, wir haben den 15. Dezember. Diesmal zeigst du die Zeit auch richtig an, das ist gut. Also Donnerstag, 15. Dezember. Ja, wir sind also mitten in der Weihnachtszeit. Ich habe diesmal, wie gesagt, keine Weihnachtsintros groß gemacht, weil, ja, wie gesagt, es machen alle so und deshalb habe ich mir halt gesagt, ach, lässt das mal weg. Ich meine, wir haben ja genug Weihnachten und ja, wie gesagt, am 24. werde ich mich auf jeden Fall, da könnte sein, dass ich nochmal ein Weihnachtsintro abspiele. Ich weiß es aber, wie gesagt, noch nicht, weil letztendlich ist ja die Folge wichtig und nicht das Intro. Ne? Ja, jedenfalls habe ich mich heute mal wieder angezogen, also richtig angezogen mit Hose und T-Shirt und Strümpfe. Die ganze Zeit über war ich ja im Schlafanzug und habe halt sehr lange im Bett gelegen.
Einfach weil ich keine Lust hatte aufzustehen groß. Aber heute habe ich wieder mal Lust gehabt, mich zu. Erstens musste ich mich auch mal wieder duschen. Und naja, dann habe ich gesagt, gut, ziehst du dich an, dann liegst du halt nicht die ganze Zeit im Bett. Ich meine, ich werde sowieso nachher wieder ins Bett gehen, so wie ich mich kenne. Bin ja schon seit ja, kurz vor 7 wach eigentlich. Also das ist ja nicht so, ihr müsst euch das jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt nur im Bett liege und schlafe, sondern ich stehe ja meistens auch ziemlich früh auf, ne? Und dadurch werde ich natürlich irgendwann wieder müde und lege mich dann wieder hin, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich, gut, jetzt die letzten 2 Tage, da bin ich ziemlich spät eingeschlafen und habe dann auch bis 12, 13 Uhr geschlafen. Aber ich werde ja auch zwischendurch immer wach, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie dauernd oder die ganze Zeit schlafe, ne? Das kann ich gar nicht. Also manche Leute, es gibt ja so Leute, die legen sich hin und dann wachen sie 11 Stunden später wieder auf. Das kann ich leider nicht. Sondern ich werde halt immer wieder wach und ja. Naja, aber wie gesagt. Jedenfalls wisst ihr ja, was euch jetzt so ungefähr noch erwartet. Hier auf Podcast von Sven Heidenreich, natürlich auch in Markus Welt. Und dann schauen wir mal, wie das alles so weitergeht. 15. Dezember. Also die Zeit ist wirklich verdammt schnell vergangen. Wir rücken immer näher auf Weihnachten. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2022. Und wir hoffen ja alle, dass es ein besseres Jahr wird für uns alle, ne? Dass wieder mal ein bisschen mehr Fröhlichkeit einkehrt. Und das ist einfach wichtig. Ne? Wir dürfen das Lachen niemals vergessen. Das ist ganz wichtig, ne? Also immer versuchen, immer was Fröhliches zu sehen im Leben. Das ist wichtig, ne? Auch wenn es mal wirklich traurig ist oder auch wenn man wirklich mal eine blöde Zeit hat oder so. Aber letztendlich lebt man ja und es kommen auch wieder bessere Zeiten, muss man sich immer wieder sagen. Jetzt hört ihr wieder im Hintergrund Eisgefrierschrank und Kühlschrank. Die gewohnte Küchenatmosphäre, die ihr wahrscheinlich gar nicht mehr hören könnt. Jedenfalls geht es mir so. Es ist einfach wirklich angenehm, mit dem Olympus DM 770 hier zu sitzen. Ne, der hängt hier so schön am T-Shirt und ich kann halt schön, ja. Das ist doch schon angenehmer, als wenn ich den LSP5 nehme, den irgendwo hinstelle. Ne? Ich meine, klar, wenn man jetzt hier am Tisch sitzt, geht das. Und die Arbeitsplatte hat ja auch, sage ich mal, eine gute Höhe, sage ich mal. Ne? Die ist ja auch ziemlich hoch. Das heißt, ihr wisst ja, wie hoch Arbeitsplatten so sind. Das heißt, wenn man dran sitzt und so ein Gerät steht dann halt vor einem, dann ist das wirklich eine gute Höhe. Ne? Das ist schon anders, als wenn man jetzt, sagen wir mal, an so einem Wohnzimmertisch sitzen würde. Na, ihr kennt ja diese Couchtische, sowas habe ich ja nicht. Ich habe ja auch so einen normalen Tisch, also so einen Tisch in normaler Höhe. Ja, aber wenn man jetzt natürlich so einen Couchtisch hätte, ne, die sind ja ziemlich niedrig. Ja, und dann bin ich übrigens kein großer Fan von. Also ich mag diese Couchtische eigentlich nicht so, weil die einfach nicht die richtige Höhe haben. Es sei denn, man hat jetzt eine ziemlich tiefe Couch, ne? Also sowas gibt es ja auch. Dann finde ich das schon okay, aber im Normalfall sind die mir einfach zu flach. Also das ist einfach so, oder sagen wir mal so, die zu niedrig, nicht flach, niedrig. Und deswegen, ich mag lieber so Tische, die etwas höher sind. Oder es gibt ja auch Couchtische, die Höhen verstellbar sind. Ne? Aber ich habe es gerne ein bisschen höher. Gerade auch, wenn man wirklich mal an dem Tisch ist. Ne? Und ja, ich mag auch nicht so Tische mit Glasplatten und wo man denn aufpassen muss. Und ne, also es ist gerade als Blinder ist es ja, ne, nur weil es gut aussieht, so ein Quatsch. Also ja.
wenn man dann schon irgendwelche Untersetzer drunter stellen muss, damit man den Tisch nicht zerkratzt. Also das sind so Sachen, ne? Kennt ihr sicherlich auch alle. Also das sind immer so Sachen, wo ich dann immer sage, brauche ich nicht. Meine Möbel müssen so sein, dass man sie, also dass es auch Gebrauchsgegenstände sind, sage ich mal. Ne? Also die müssen robust sein, die müssen, ja, wenn mal da ein Kratzer drin ist, dann ist mal da ein Kratzer drin, ja. Ich will kein Puppenhaus, ich möchte eine Wohnung, ne? Das ist halt meine Einstellung. Ansonsten kann man auch gleich in ein Puppenhaus ziehen. Gerade als Blinder. Ich meine, wenn man sieht, ist es ja alles noch ein bisschen anders. Man sieht es und ja, oder wenn man jetzt sehr viel sehenden Besuch hat, kann ich es auch noch nachvollziehen. Aber jetzt so in meinem Fall muss ich sagen, wenn ich jetzt da irgendwie. Also ich finde ja schon meinen Spiegelschrank, den ich hier habe, also mein Kleiderschrank, der hat ja nochmal Spiegel. Aber schon das stört mich, ja. Also weil ich selbst habe von diesem Spiegel gar nichts. Und ja, also das sind so Sachen. Da kann man mal sehen, wie die Optik bei Sehenden letztendlich mal eine Rolle spielt. Und das ist irgendwie manchmal auch nervig. Also ja. Und es macht ja auch keinen Spaß. Also wenn man bei jemandem zu Besuch ist und derjenige sagt dir dann ständig, pass auf die, nein, stell's auf den Untersetzer, sonst gibt's Kratzer in den Tisch. Also das sind immer so Sachen, da denke ich dann immer, ja, dann hättest du einen anderen Tisch kaufen müssen. Ganz einfach, ja. Natürlich nehme ich Rücksicht, wenn ich irgendwo bin, das ist klar. Also ich würde jetzt nie, wenn ich bei jemandem bin, irgendeinen dummen Spruch sagen oder sowas. Ne? Aber ich finde einfach, das also ist bei Sehenden oft sehr ausgeprägt, dieses Gottes Willen. Und ja, und das ist einfach auch schlimmer geworden, finde ich. Ne? Also das ist ja, und deswegen, also ich bin einfach so, bei mir ist das wirklich klar, eine gewisse Ordnung muss man haben, das ist die eine Sache. Aber wenn, ja, wenn jemand so penibel ist und ja, gibt ja auch so Leute, die, weiß ich nicht, du trinkst deine Tasse aus und dann kommen sie gleich mit einer neuen Tasse. Ne? Also anstatt die alte Tasse auszuspülen und die nochmal zu verwenden, das, sowas gibt es ja auch, ne? Dass dann Leute so gleich, zack, neue Tasse oder gleich einen neuen Teller oder na, also und den alten waschen sie dann gleich ab und ja, also es gibt schon so Fälle, wo man sich echt manchmal denkt, mein Gott, also klar, Hygiene muss sein, aber auf der anderen Seite, man will ja auch leben, sage ich mal. Und gerade diese ganze Sache mit Tischen und Glastischen und ja, wenn dann was passiert und dann ist das Geschrei groß. Ne? Also ich finde, man sollte sich gerade als Blinder, wenn man halt auch ein bisschen unbeholfener ist, so wie ich zum Beispiel, ja, dann finde ich, sollte man auch Möbel haben oder sollte ich auch Möbel haben. Ich kann ja nur von mir reden. Ich kann es ja keinen anderen aufzwingen. Will ich auch gar nicht. Aber ich finde, Möbel müssen robust sein und sie müssen einfach auch was aushalten können. Ne? Und ja, ich muss mal auf der Arbeitsplatte was abstellen können. Ja, und nicht, oh, jetzt brauche ich wieder einen Untersetzer drunter legen und sowas. Ne? Ich meine, kann ich ja sowieso alles hier nicht machen. Oder eine Tischdecke oder so, sieht ja alles toll aus und kann ich ja als Sehender irgendwie auch nachvollziehen. Aber wir als Blinde oder sagen wir mal, ich als Blinde, ich bin jetzt ab heute eine Frau. Nein, ich als Blinder sage einfach, ich brauche einfach ein Haus oder eine Wohnung, in der ich mich wirklich frei bewegen kann, sage ich mal. Ne? Und ja, das ist mir persönlich wichtig. Und wenn ich jetzt irgendwo dauernd aufpassen muss, was ich mache, dann würde ich mich auch gar nicht wohlfühlen. Ganz einfach. Ja. Na, pass auf, klecker nicht auf den Teppich und diese ganzen Geschichten, ne, wo ich dann sage, ja, kann ja mal passieren, da muss man es halt wegmachen. Ja, also, naja, aber ihr wisst, es gibt Leute, die sind empfindlich und naja, jeder lebt halt, wie er lebt. Ne? Und es gibt halt Leute, die wegen jeder Kleinigkeit, andere Leute, anderen macht es gar nichts aus. So lebt jeder halt, wie er lebt. Ne?
Ja, aber wie gesagt, also wie gesagt, für mich muss eine Wohnung einfach wohnbar sein, sage ich mal, ne? Also ich will darin wohnen und ja. Deshalb finde ich diese Arbeitsplatte als Küchentisch wirklich gut. Gut, wenn man jetzt ein kleiner Mensch ist, ist es natürlich ein bisschen hoch. Ne? Also wenn man jetzt, sagen wir mal, dann sollte man schon was Niedriges haben. Klar, das ist ja logisch. Ne? Also wenn man jetzt ziemlich klein ist, sage ich jetzt mal, aber gut, was bin ich, 1,70, das geht ja. Aber wenn ich hier so vor der Arbeitsfläche sitze, jo, ist es schon eine gute Höhe. Und vor allen Dingen, wenn man so ein Gerät hat, ne? Darauf wollte ich hinaus. Wenn man so ein Gerät auf den Tisch stellt, dann ist der Abstand auch schön und man hat zwar Abstand, aber es ist nicht so, dass das ganz zu weit unten ist oder so. Ne? Und dann dadurch. Oder man macht es halt so wie jetzt ans T-Shirt ran und fertig. Jetzt genieße ich gerade diese Ruhe, weil jetzt hört man gar nichts. Also ihr hört das Rauschen vom Gerät, klar. Es rauscht nur ganz, ganz leise die Heizung, aber auch kaum hörbar. Aber ja, Kühlschrank ist gerade mal nicht zu hören. Das Eisfach, also die Gefriertruhe auch nicht. Ist mal richtig schön und angenehm, wenn man hier so sitzt, seinen Kaffee trinkt. Ich genieße gerade die Ruhe, weil wird ja viel gebohrt auch oft und so. Und da genießt man dann schon mal, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Auch die Katzen sind ruhig. Diese Ruhe ist herrlich. Also das genieße ich dann schon mal richtig. Ne? Also wenn es dann auch mal richtig ruhig ist und man hört auch kaum Geräusche von draußen, weil die Fenster ja zu sind, das ist schon wirklich schön. Ja, ein bisschen müde bin ich doch, aber gut, das ist ja auch klar, wenn man so früh aufsteht. Wann bin ich eingeschlafen? Weiß ich gar nicht. Um 2, 3 oder so. Also ich bin auch ziemlich spät eingeschlafen heute wieder. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich geträumt habe. Kann ja nichts Interessantes gewesen sein, sonst wüsste ich es ja. Naja, aber so ist es halt, ne? Die Katzen sind jetzt zufrieden, das ist schön. Na, was haben wir an Temperatur? Mal gucken. Draußen. Donnerstag. Aktuelle Temperatur minus 7 Grad. Tiefstemperatur minus 9 Grad. Höchsttemperatur minus 3 Grad. Minus 7 Grad. Ui. Also, wir haben richtig Winter, ne? Würde ich mal behaupten. Also gut, dass die heizen. Also, weil das ist wirklich ein bisschen kühl. Also, wenn man jetzt wirklich draußen ist die ganze Zeit, möchte ich jetzt eigentlich nicht sein. Ja, das ist wirklich, also, ja doch.
Naja. Ja, diese Ruhe, Leute, die ist schon Gold wert. So, mein Kaffee ist alle. Ah, reicht auch jetzt. Also. So. Jetzt natürlich schon ausspülen. Das hätten wir. Ja, so ist das. Gut. 9:12 Uhr haben wir es. Naja, ist ja auch jetzt nicht so der Hitze, aber gut. Dann gehe ich mal langsam Richtung Schlafzimmer. Also ich würde mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen hinlegen, glaube ich, weil irgendwie merke ich, dass ich noch ein bisschen erschlagen bin. Naja, irgendwie weiß ich auch nicht. Na, Mieze. Na, meine Miezekatze, hä? Mietze ist gar nicht auf dem Stuhl heute. Naja, muss ja auch nicht sein. So, jetzt setze ich mich hier auf den Stuhl. Gucken, wo sie überhaupt ist, weiß ich gar nicht. Mietze? Vielleicht ist sie ja wieder da hinten irgendwo. Und wenn nicht, wird sie ja wieder auftauchen. So, jetzt das Telefon hinlegen, genau. So, mein Handy brauche ich natürlich. Und wir brauchen natürlich jetzt auch das, den Kameraadapter und das Netzteil. Alles noch zusammengeschlossen hier. Ja, jetzt wisst ihr also, was euch so ungefähr erwartet noch in der nächsten Zeit. Und ja. Genau, da ist die Mieze ja. Da ist sie ja. Na komm. So, jetzt ist sie wieder auf ihrem Platz. So, das war also wie gesagt Podcast von Sven Heidenreich, Folge 585. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Oder ihr hört halt eine Folge von Markus. Mal gucken, wie alles so läuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin eine schöne Weihnachtszeit und ja, macht was draus und man hört sich, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.